Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Den Backofen einfach reinigen mit diesen natürlichen Mitteln. Für viele ist das Reinigen des Backofens eine wahre Schreckensvorstellung. Backofensprays aus dem Supermarkt versprechen schnelle Abhilfe, enthalten aber oftmals gesundheitsschädliche Substanzen, die du nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen lassen solltest. Es gibt aber auch einfache, natürliche Wege, die effektiv und kostengünstig sind und beim anschließenden Backen keine giftigen Stoffe freisetzen werden. Aber was genau kannst du zum Backofenreinigen verwenden? Backpulver. Vermische hierfür ein Päckchen Backpulver mit 3 Esslöffeln Wasser, bis eine cremige Masse entsteht. Die Mixtur sollte nicht zu dünn sein, gegebenenfalls etwas mehr Backpulver hinzufügen. Diese Paste dann auf die verschmutzten Stellen einreiben und mindestens für 30 Minuten einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann es auch länger einwirken bzw. sollte nochmals wiederholt werden, wenn nicht alle Schmutzrückstände beseitigt worden sind. Anschließend musst du nur noch die Rückstände aus dem Ofen fegen, denn diese Paste wird nach ca. 20 Minuten wieder pulverig und ist dann leicht zu entfernen. Die restlichen Rückstände können mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Salz. Hierfür musst du den Boden des Backofens bzw. das Backblech mit einem nassen Tuch gut befeuchten. Dann alle verkrusteten Stellen mit reichlich Speisesalz bestreuen. Der Backofen sollte dann auf 50 Grad erwärmt werden und das Salz sollte so lange einwirken, bis es braun wird. Dann den Backofen abstellen und auskühlen lassen. Ist dieser abgekühlt, kannst du das Salz mit einem Handfeger aus dem Backofen fegen. Die restlichen Schmutzstellen kannst du mit einem weichen Tuch und warmem Wasser nun leicht entfernen. Zitrone. Hierfür in eine Auflaufform oder in einen backofenfesten Topf den Saft von einer Zitrone mit etwas Wasser geben und in die Mitte des Backofens stellen und diesen auf 120 Grad erwärmen, bis die Flüssigkeit verdunstet ist. Auf diese Art werden eingebrannte Flecken im kompletten Backofen gelöst. Diese gelösten Schmutzrückstände danach mit einem feuchten Tuch einfach wegwischen. Ein positiver Nebeneffekt: Durch die Zitronensäure wird der Backofen gleichzeitig von unangenehmen Gerüchen befreit. Essig. Essig ist nicht nur hervorragend zum Entkalken, sondern lässt sich auch wunderbar als Reinigungsmittel einsetzen. Hierfür einfach etwas Essig und etwas Spülmittel zu gleichen Teilen mischen. Diese Flüssigkeit dann auf die zu reinigenden Stellen mit einem Schwamm gut einreiben, bis es schäumt. Alles ca. 30 Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Tuch alles gut abwischen. Diese Anwendung ist ideal, um Fettfilme effektiv zu entfernen. Natron. Natron ist ein wahres Wundermittel zum Reinigen und wirkt ähnlich wie Backpulver. Um den Backofen zu reinigen, einfach ein paar Küchentücher mit Wasser befeuchten und diese dann mit Natron bestreuen und im Ofen auslegen. Den Ofen dann auf 50 Grad erhitzen und etwa 30 Minuten alles einziehen lassen. Dann den Backofen ausstellen und herunterkühlen lassen. Dann werden die Küchentücher entfernt und mit einem feuchten Mikrofasertuch kannst du die Rückstände abwischen. Eine Backofenreinigung geht mit diesen natürlichen Mitteln schnell von der Hand und sie ist kostengünstig, ohne zur Chemiekeule greifen zu müssen. Bei stark verschmutzten Backöfen kann die gewählte Anwendung auch zweimal vorgenommen werden, um alles blitzblank zu bekommen. Lass es gar nicht erst so weit kommen. Wenn du diese Anwendung regelmäßig durchführst, wird dein Backofen einfacher zu reinigen sein und du brauchst dich auch nicht mehr vor peinlichen Blicken zu fürchten, wenn mal Besuch in deiner Küche ist. Probiere es aus. Du wirst überrascht sein, wie gepflegt dein Backofen aussehen wird. Bitte bleib gesund. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort über die neuesten Tipps und Rezepte informiert wirst.